Während sich in Europa die Corona-Lage entspannt, sind in manchen afrikanischen Ländern die Todesfälle zuletzt um fast 40% gestiegen. Laut der Weltgesundheitsorganisation liegt das an der ungleichen Impfstoffverteilung. Die WHO und der französische Präsident Macron wollen nun gegensteuern und kündigen an, in Südafrika die erste Impfstoffproduktionsstätte am afrikanischen Kontinent zu bauen. Während in Europa und in anderen reichen Ländern der Welt die Covid-19-Impfquote steigt, steigt auch die Sorge über die deutlich geringere Durchimpfungsrate in ärmeren Ländern. Diese seien dadurch gefährliche Brutkästen für neue Varianten, so Experten. Ein neu geplantes Zentrum für mRNA-Impfstoffe in Südafrika soll nun dagegen wirken. Um eine schnelle Einführung zu ermöglichen, wird die WHO das Projekt unterstützen, indem sie das Produktions-Know-how, die Qualitätskontrolle und die notwendigen Lizenzen einbringt, so der Generaldirektor. Ein Konsortium von Universitäten soll die wissenschaftlichen Arbeitsprozesse unterstützen. In einem Jahr könnte Südafrika eigene Coronavirus-Impfstoffe herstellen. In der Zwischenzeit fordert die WHO eine weltweit gerechtere Impfstoffverteilung.